Alter, diese Tasche, Junge. Viel zu fett, aber Hauptsache, die Cam ist immer am Start. Yo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Gut, jetzt habe ich mich schon umgedreht. Nice. Ihr seht's, Supermoto ist wieder angesagt. Und zwar dieses Mal nicht mit meiner 500er, sondern mit einer KTM 96 SMCR. Ja, viele von euch haben sie wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen und es kam auch die ein oder andere oder das ein oder andere Mal die Frage auf, so ey, hast du dir jetzt noch eine SMCR gekauft, Alter? Läuft bei dir? Sag ich so, nee, keine Sorge, das ist das Bike von meiner Freundin, sie hat es mir jetzt mal für ein Video ausgeliehen, steht aktuell bei mir die Karre. Ja, es ist so abgefahren, ich als, weiß ich nicht, damaliger SMCR-Fahrer, ihr erinnert euch an das, ja, die schönste SMCR aller Zeiten, ohne jetzt hier mit meinem Eigenlob rumzuschmeißen, aber die war schon echt cool. Und ja, ich habe mir ewig gewünscht, mal die neue zu fahren und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, was für ein Glück muss man eigentlich haben, eine Freundin zu haben, die dann auch noch eine 96 fährt. Überkrass, ich muss nicht zu irgendeinem Händler und da rumbetteln und dann eine Stunde lang mit dem Ding fahren und dann alles in ein Video reinpressen, sondern ich kann es einfach fahren, wann ich möchte. So, und ich habe richtig Bock. Das Wetter ist endlich mal gut, nachdem Anlassen ja komplett ins Wasser gefallen ist. Habe ich direkt gesagt, so Alter, heute musst du auf jeden Fall aufs Bike und diese Chance nutzen. Und ja, ich würde direkt sagen, wir ziehen mal die Brille an, schwingen uns auf den Hobel drauf, schmeißen direkt mal an, lassen direkt mal hier die geile Remus-Anlage ein bisschen schreien. Wenn wir hier natürlich direkt wieder den Killswitch, ne? Ich bin ja nur noch 500er gewohnt, die hat ja gar keinen Killswitch mehr. Schmeißen wir direkt mal an die Bude. Also der Sound ist auf jeden Fall am Start. Vorweg, das Bike ist leider gedrosselt auf, ich weiß gar nicht, auf was drosselt man die mittlerweile, 48 PS oder weniger, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ein A2 Bike, weil meine Freundin noch nicht den offenen Führerschein hat und noch ein bisschen gedrosselt fahren muss. Ich finde es aber nicht schlimm. Für mich reicht es mal auf jeden Fall, um das Bike kennenzulernen. Natürlich ist das Ding nicht so explosiv wie jetzt die 500er, die natürlich schon supermototechnisch eine richtige Ansage ist. Aber ich denke, für den Anfang reicht es auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier im Industriegebiet, bin eben schon die Straße hier runtergefahren, habe eben schon gemerkt, so, ach du Scheiße, das Teil hat ja einen Blipper. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich finde es extremst geil, das heißt, ich kann ohne Kupplung nicht nur hoch, sondern auch runterschalten. Und ich finde das einfach so geil. Oh, mal schauen, wie das gleich so beim Kurvenjagen ist. Aber so ist das Ding schon extrem, extrem geil. Handlich muss ich sagen, natürlich nicht mit der 500er zu vergleichen, aber es kommt schon sehr, sehr nah da dran. Ne, wir haben hier ein bisschen mehr Gewicht, ich weiß gar nicht, knapp über 140 Kilo. Ne, das sind nochmal knapp 35 bis, ja, um die 35 Kilo weniger. Also mehr als bei der 500er. Schauen wir einfach mal, was das Ding denn so kann. Oh, Junge. Okay, sie hat gar keinen Bock. Aber der Quickshifter, geil. Komplett geil. Und das lässt sich so traumhaft fahren. Ich bin ja jetzt ein Jahr lang mit der 500er gefahren. Ne, und ist ja alles schön und gut, aber es ist einfach anstrengend. Ne, die 500er ist ruppig, die bockt rum, die ist am Vibrieren ohne Ende und das hier ist jetzt gerade echt wie auf dem Sofa sitzen. Einfach nur geil und entspannt. Das ist schon echt cool. Und dieses ohne Kupplungsschall. Oh, geil. Geil, geil, geil. Biegen wir auch mal hier runter ab. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich ein bisschen Kurven heizen, aber das Fahrwerk, da bin ich einfach instant neidisch drauf. Es ist zwar original, es ist nichts dran gemacht, aber es ist halt trotzdem ein Supermoto-Fahrwerk. Dreimal geiler als das von der 500er, das ist nämlich noch überhaupt nicht bearbeitet. Da habe ich einfach ein bisschen dran zugedreht und hast du nicht gesehen. Also das ist, naja, kein Vergleich. Boah. Und das Ding ankert brutal, Alter, das ist ja der Wahnsinn. Boah, diese Straße hier, Alter. Geisteskrank, scheiße. Junge, macht das Spaß. Es ist ein sehr, sehr, sehr geiles Motorrad. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, dass das Ding irgendwie
nicht gut aussieht, das ist alles Geschmackssache, aber technisch, vor allem fahrtechnisch, absoluter Traum. Super geil. Ah, hier kann man noch Mapping umschalten, Digga. Was ist das denn? Wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung. Also falls ihr wisst, welches Mapping hier irgendwie geiler ist, eins oder zwei, oder ob das nur die Traktionskontrolle ist, die ich hier am Einfummeln bin. Alter, gar kein Plan. Gar kein Plan. Ja, ja, hier geht schon wieder alles zur Neige, Alter. Die GoPro einfach für den Arsch, Junge. Die fuckt mich so ab. Hängt sich das Scheißding jedes Mal auf. So, läuft das Ding jetzt wenigstens mal? Alter, diese GoPro manchmal macht mich komplett fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe eine GoPro 7 Black Edition. Und wenn man da manchmal noch ein paar alte Aufnahmen auf der SD-Karte drauf hat und dann eine neue Aufnahme irgendwann wieder startet, dass die dann so ein paar Sekunden filmt, sich aufhängt und dann passiert einfach nichts mehr. Dann piept die ihre fünfmal oder so, geht einfach aus. Und ich denke mir so, jo, danke. Hauptsache gerade 10 Minuten gelabert und die Cam geht einfach aus. Perfekt. So, ja, ich weiß nicht, wie weit die Kamera eben gefilmt hat. Ich war jetzt eben kurz beim Tim, hab da mal kurz guten Tag gesagt, weil die Jungs waren draußen, ihre Enduros putzen. Der erste Eindruck von der SMCR, auf jeden Fall ends geiles Motorrad. Macht richtig viel Spaß. Ist, wie gesagt, gedrosselt. Hat daher nicht so die brachiale Leistung. Aber geht trotzdem richtig gut voran. Macht mega Spaß. Ich fühle mich richtig wohl auf dem Bike. Es ist wesentlich entspannter zu fahren als mit der 500er. Ne, auch hier so Straßen, die jetzt wie die hier richtig beschissen ist. So, da schwimmt man schon entspannt drüber. Mit der 500er wäre das ein Durchgerappel. Allein, ne, man denkt so, okay, die hat ein Enduro-Fahrwerk. Eigentlich muss die auf so einer Kackstraße wesentlich besser funktionieren. Aber überhaupt nicht. Da ist hier das schon dreimal geiler. Aber macht trotzdem mega Spaß. Ja, fahre ich mal an einen schönen Spot und dann schauen wir uns das Ding noch mal kurz etwas genauer an. Da gibt es noch mal ein kleines Abschlussfazit zur ersten Fahrt mit der neuen SMCR. So, Stoppschild, ne? Das wird natürlich nicht ignoriert. Beziehungsweise, ah, die Ampel ist gerade da hinten auf grün gesprungen. Hier ist jetzt viel Platz. Keiner in der Nähe. Geht doch ganz gut. Boah, aber mit Quickshifter im Wheelie schalten ist ein ganz wildes Gefühl. Ne, ihr wisst so, ihr kennt euer Bike. Ihr denkt so, ja, wenn ich die Kupplung jetzt kommen lasse, dann passiert was oder dann passiert das und das. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und hier, wenn man irgendwie aus Versehen doch mit dem Quickshifter schaltet, das ist ein bisschen ungewohnt und fühlt sich doch ziemlich weird an. Alter, der Rhein war wieder geisteskrank Hochwasser. Alter, vor 2 oder 3 Wochen waren wir hier. Da war aber wieder anders Ebbe hier gewesen. Und jetzt ist einfach schon wieder hier gefühlt 1 Meter unter dem Steg. Vielleicht kommen wir einfach da drauf und gucken einfach mal, wie weit wir nach vorne kommen mit dem Bike. Das ist nämlich ein ziemlich nicer Spot. Okay, dann biegen wir mal hier ab, setzen wir schon mal den Blinker. Funktionieren die überhaupt? Ja. Oh, hier bildet sich eine Lücke. Perfekt. Fahren wir direkt mal hier rein. Alter, Wasser mal wieder richtig hoch hier. Alter Schwede. Alter, beim letzten Mal hat man hier noch das komplette Ufer gesehen. So, da sind wir ja noch rumspaziert. Ich kann euch mal hier ein Foto einblenden. Da war aber anders niedrig gewesen und jetzt ist das einfach so hoch. Der Hammer, aber gut, es hat ja auch wieder viel geregnet und vor allem geschneit. Wo ist denn hier das Ende, Junge? Da ist es. Alter. Hier war die Strömung am Start.
So, ja, also SMCR 2020, sehr, sehr, sehr geiles Motorrad. Vielen Dank an meine Freundin, dass ich damit mal hier eine Runde hacken durfte. Aber es macht schon extremst viel Spaß, sage ich euch, wie es ist. Sehr, sehr schönes Motorrad. Aktuell natürlich noch im Standarddesign, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich cool finde. Es ist viel schwarz, weiß, orange, so die ganz klaren KTM-Farben. Und sehr schlicht, aber trotzdem extremst aussagekräftig, finde ich. Es ist echt ein schönes Motorrad. Schönes Motorrad. Schwarze Felgen, damals bei der alten waren natürlich die eloxierten Felgen. Das hat auch nochmal richtig was hergemacht. Oder damals auch die eloxierte Gabelbrücke. Hier ist jetzt alles in schwarz gehalten. Bisschen weiß und natürlich der orangene Rahmen. Aber ich finde es sehr, sehr geil. In naher Zukunft kommt auf jeden Fall unten noch ein Motorschutz dran, um das Ganze unten noch ein bisschen abzurunden. Ein schönes Rush Racing Dekor ist da auch schon in Planung. Ich bin gespannt, was es da, wie das am Ende aussehen wird. Ne? Es gibt da schon so die ein oder andere Idee, aber ich glaube, das wird schon echt cool. Noch ein paar kleine Details, 4 Custom Composites hat schon gesagt, ich kann mir da ein paar Schrauben holen. Und ja, ich denke, das Bike wird am Ende richtig, richtig cool aussehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr verfolgt das Projekt ein bisschen. Ich werde vielleicht das ein oder andere YouTube-Video auf jeden Fall dazu machen. Bin gespannt, wie das Bike am Ende aussieht. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen, wie immer. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.